Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video und hoffe, dass ihr ein ganz, ganz fantastisches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten hattet. Schöne, ruhige, erholsame Stunden erlebt habt, egal wo ihr auch immer unterwegs wart. Ich bin gerade angekommen. Im Hintergrund steht mein Bulli. Im Bulli herrscht ein Riesenchaos. Das muss ich gleich noch mal ein bisschen bewältigen und dann mein Winterquartier aufbauen. Ich bin an einem größeren Baggersee in Süddeutschland unterwegs mit dem Ziel, einen dicken Winterhecht ans Band zu bekommen. Hier seht ihr das Gewässer, relativ lang gezogen. Es gibt hier einzelne Angelplätze am See, so kleinere Stege. Hier sind sehr häufig Karpfenangler unterwegs. Für mich ist das Gewässer hier, dieser See, komplettes Neuland. Ich bin zum allerersten Mal hier, habe überhaupt keine großen Erfahrungen und möchte probieren, denn oftmals verstecken sich ja in solchen Seen starke Hechte. Ja, ich möchte probieren, einen schönen dicken Winterhecht abzuholen. Zum erfolgreichen Hechtangeln gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite das aktive Angeln, das Angeln mit der Spinnrute, mit Kunstködern. Und auf der anderen Seite den Ansitz mit Köderfisch. Ja, und die Winterzeit ist eigentlich eine prädestinierte Zeit zum Köfi-Angeln. Aber ihr seht es ja selbst, es gibt keinen Schnee, es hängen keine Eiszapfen von den Bäumen. Es wird zwar nachts schon richtig kalt, geht gut unter den Gefrierpunkt, aber tagsüber haben wir doch Temperaturen im Plusbereich. Aktuell haben wir jetzt 5-6 Grad Hochdruckwetter. Und da ist dann immer die Frage, ja, wenn es nicht kalt genug ist, kann es sein, dass die Hechte noch nicht richtig Bock haben auf unsere Deadbaits, auf saftige Köfis. Und dann sollte man eher mit der Spinnrute losziehen. Wenn aber die Hechte die Flachwasserbereiche verlassen haben und sich in die tiefen Gewässerbereiche grundnah stellen, dann ist die richtige Zeit, um mit Köfis den Jungs auf den Leib zu rücken. Wir werden es probieren, wir werden beides probieren, müssen wir ja auch. Neues Gewässer, neues Glück und sich erstmal hier reinangeln und einen Überblick verschaffen, was geht, ob überhaupt was geht. Und ihr seid dabei. So, ich werde jetzt erstmal meinen Bulli vorbereiten, dass ich da heute Abend, wir haben schon späten Nachmittag, lassen wir mal kurz hier den Flieger durch, dass ich heute Abend ein gemütliches, warmes zu Hause habe. Ja, und dann geht es an die Routen. Da die Zeit schon stark vorangeschritten ist, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch mal mit der Spinnrute losziehe. Es wäre eigentlich das Beste. Erstmal mit dem Boot drauf, das Gewässer sich ein bisschen angucken, ein paar Würfe machen und dann an den augenscheinlich interessanten Plätzen die Köfis ablegen. Ich bin gespannt. So, aber jetzt heißt es erstmal Bulli vorbereiten und dann geht's weiter. Ja, so schnell kann es gehen. Mein Bettchen ist schon einsatzbereit. Aber an Schlaf ist erstmal nicht zu denken. Ich werde jetzt unten noch ein bisschen den Bulli aufräumen. Einen Großteil kann ich drin lassen. Durch den Vorteil, dass ich oben im Dach pennen kann. Ja, und jetzt geht's hier ins Eingemachte. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, solange wir noch ein bisschen Sonnenlicht haben, die Köfis ein bisschen anzutauen, denn die sind steif gefroren. Ich habe ein paar saftige Rotaugen dabei und natürlich auch einen meiner Lieblingsköder, Makrelen. Vor 2 Tagen bei köderfisch.de bestellt. Und jetzt sind sie schon da. Makrele ist ein sehr geruchsintensiver Köder, sehr ölhaltig. Vor allen Dingen in Gewässern in Meeresnähe funktionieren diese Salzwasserfische sehr, sehr gut. Aber es gibt auch viele Gewässer hier im Herzen Deutschlands, wo das Meer sehr, sehr weit weg ist, wo trotzdem ab und zu die Hechte auf diese Happen richtig abfahren. Rotaugen, das ist bekannt,
Die sollten überall gut funktionieren. Stehen überall ganz, ganz weit oben auf dem Beutespektrum des Hechtes. Ja, das sind meine Köder, die ich mit habe. Ein bisschen antauen jetzt, dass die Köder schon, dass die Köder angelfertig sind. Ja, und jetzt bereiten wir erstmal die Ruten vor. Ihr seht, die Sonne schwindet langsam, also das Zeitfenster im Winter ist doch jetzt sehr, sehr gering. Und ich werde doch heute nicht mehr alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch bis zur Dämmerung hin 2 Grundmontagen legen, in der Hoffnung, dass die Fische tief stehen und dann meine Happen am Grund aufsammeln. Ja, und dann morgen frühzeitig raus aus der Koje. Vielleicht lassen mich die Hechte ja heute Nacht gar nicht schlafen, ja. Und es geht bang, bang, bang. Aber ansonsten, morgen frühzeitig raus, die Zeit nutzen. See genau inspizieren, genau anschauen. Ja, das ist der Plan. Wahnsinn, ne? Vorhin noch am Christbaum gesessen und Gänsekeule mit Knödel verspeist. Und jetzt sitzen wir schon wieder am Teich und versuchen, einen dicken Fisch abzuholen. Das System, was zum Einsatz kommt, ist relativ einfach. Ich ziehe mir zuerst einen Ledgerboom auf. Jetzt kommt eine starke Gummiperle. Ich nutze hier eine 41er Mono Soft Steel Schnur. Monophile Schnur ist wichtig, wenn ihr unter dem Gefrierpunkt angelt, damit nicht alles auf eurer Rolle, wenn ihr jetzt geflochtene Schnüre einsetzt, festfrieren kann. Denn geflochtene Schnüre nehmen Wasser auf und wenn es dann richtig kalt wird, kann es zu einer Eisbildung führen und die Schnur läuft nicht mehr leicht und sauber von der Rolle ab. Ja, ans Ende von der Mono kommt ein Wirbel. Ich nutze hier sehr gerne diese Quick Change Wirbel. Da könnt ihr dann einfach euer Stahlvorfach hier über diese Biegung am Wirbelende aufdrehen und einschlaufen, das hängt bombensicher. Ja, und schon ist die Grundmontage zum Deadbait-Angeln einsatzbereit. Hier unten an den Ledgerboom wird jetzt einfach euer Grundblei eingehangen. Ich benutze jetzt erstmal ein Blei mit 110 Gramm. Wir haben hier keine Strömung. Ich weiß auch noch nicht, ob ich auf weiten Entfernungen die Ruten ablegen will. Muss ich jetzt erstmal schauen, muss ein bisschen Gas geben. Es wird jetzt ratzfatz dunkel. Ja, und so einfach, aber effektiv sieht die ganze Montage das System aus. Das Stehaufmännchen, der Ledgerboom, nach dem Auswurf oder nach dem Ablegen der Montage, stellt sich so unter Wasser auf, führt schön eure Hauptschnur über Kraut oder Hindernisse am Boden, am Gewässergrund. Jetzt hängen wir noch hier unser Stahlvorfach ein. Der Köfi kommt drauf. Dann geht's los. Jetzt einen Köfi hier hochgeholt, sind jetzt leicht angetaut, perfekt. Passe mir jetzt mein Vorfach schön drauf an. Ein Drilling setze ich vorne in den Kopfbereich. Den zweiten Drilling setze ich hier hinten in die Schwanzwurzel. So. Achtet drauf, dass euer Vorfach schön am Köder anliegt. Ja. Das ist doch ein leckerer Happen. Ich werde mir doch noch mal 2 schwere Bleie mitnehmen mit 140 Gramm, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wo ich hin will. Ja. Nicht, dass ich auf weitere Entfernung irgendwo einen guten Spot finde und dann sind vielleicht die 110 Gramm hier zu wenig. So, ich habe mein Boot geholt. Es lag hier hinten im hinteren Bereich vom Baggersee.
Boote sind hier erlaubt. E-Motor darf ich auch benutzen. Also kommt es auch zum Einsatz. Ansonsten kennt ihr ja auch das Deadbaiten auf ganz herkömmliche Art und Weise. Auswerfen vom Ufer. Aber wenn Boote erlaubt sind, kann man die sich auch zunutze machen. Denn man findet ja so viel schneller die interessanten Bereiche im See. So. Und jetzt geben wir Gas und fahren gleich die erste Route raus. Beziehungsweise suchen uns erstmal ein Plätzchen für die erste Nacht, die gleich beginnt. Ja. Es zieht jetzt an, es wird kalt, ein bisschen Nebel kommt auf, ja, und es wird gleich dunkel sein. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Wassertemperatur liegt bei 6,5 Grad, ist schon kalt. Was ich jetzt im Anfang sehen konnte, der See hier relativ schnell abfällt auf eine Tiefe von ca. 7,5 Metern. Geht am Ufer über eine kleine Kante direkt runter. Ja, und jetzt heißt es halt erstmal ein bisschen hier rumprobieren. Ne? Ich schaue jetzt hier draußen, ob ich vielleicht irgendwo jetzt auf die Schnelle eine Kante finde, eine Erhebung. Die wird sehr gerne dann von den Hechten angenommen. Oder ob ich vielleicht noch irgendwo sogar vielleicht ein paar Futterfischschwärme finde. Ja, ansonsten wird es die Uferkante werden, wo der Köder liegt. Hier haben wir jetzt so einen richtig schönen Huckel im Wasser. Hier vorne das verrieselte Wasser seht, ist die Schraube von meinem E-Motor, weil der Geber hinten relativ nah am Motor hängt. Ich nutze das Echolot jetzt auch nicht, um Fische zu finden, sondern erstmal um Spots zu finden. Ja. Obwohl man hier unten schon was Interessantes sieht. Also dieser kleine Berg, der hier hochging, war schon interessant. Fahren wir noch mal ein bisschen drauf. 8 Meter Wassertiefe. Hier seht ihr jetzt richtig das Schraubenwasser, weil der Geber einfach viel zu nah an der Schraube jetzt sitzt. Aber ich habe hier keine andere Möglichkeit, durch die Bootsbreite hier hinten den Geber zu befestigen. Ja, hier kommt wieder die Erhebung ins Bild. Ich glaube, die werde ich jetzt mal testen heute Nacht. Wir haben jetzt eine Entfernung zum Angelplatz von schätzungsweise 80, vielleicht 100 Metern. Da werde ich doch auf das schwere Blei gehen, um nichts zu verziehen. War gut, dass ich sie eingepackt habe. So, das setzt mal hier die erste Route. Ich pendel den Köder dann so ein bisschen nach hinten raus, dass ich alles schön strecken kann. Köder ist unten. Heb es nochmal an. Köder sitzt. So, die erste Falle ist scharf. Wie gesagt, jetzt nicht an einem herausragenden Spot abgelegt. Kleiner Huppel. Ging es von 8 auf 7,5, knapp 7 Meter hoch. Muss man probieren, ja. Aber wenn es hier Krokos gibt, die Hunger haben, jetzt im Winter, glaube ich, werden die so einen Happen finden. Und vielleicht stehen sie jetzt an den tiefen Bereichen des Gewässers. Leichte Spannung draufbringen. Ich angel mit komplett offenem Rollenbügel, dass der Fisch nach dem Biss ganz leicht Schnur bekommt.
Und damit meine Schnur nicht einfach von der Rolle runterfällt und ich eine schöne Bissanzeige habe, wenn eine Aktion auf den Deadbait kommt, nutze ich hier diese Pendelbissanzeiger. Die werden einfach unter der Rolle in die Schnur eingeklickt. Und wenn jetzt eine Aktion kommt, zieht sie der Hecht raus aus dem Clip und kann frei abziehen, ohne großen Widerstand zu merken. Das ist ganz wichtig. So, ich hänge mir den richtig schön unter die Rolle. Zack. So, Bissanzeige an. Stelle ich mir schön sensibel ein, dass schon beim kleinsten Anzeichen ein Signal ertönt und ich es mitkriege. Lautstärke hier draußen ist gar nicht so wichtig des Bissanzeigers. Ich werde oben im Bulli jetzt die Funke anmachen und dann die nächste Rute setzen. So, mit dem letzten Licht, habe jetzt schon die Kopflampe auf, setzen wir auch die letzte Rute. System ist gleich geblieben, schönes Rotauge, schöner Happen. Ist jetzt schnell aufgetaut, also ist ein guter Tipp für euch, wenn die Köder doch noch zu arg gefroren sind, wenn ihr am Wasser rankommt, nehmt euch im Eimer ein bisschen Wasser aus dem Gewässer, legt sie da rein, die gefrorenen Köfis, dann werden sie relativ schnell weich, ja, einsetzbar. Es ist echt verrückt jetzt hier, diese Winterzeit. Ne? Es ist jetzt 16.30 Uhr, gleich stockeduster. Ich werde die Route Richtung der anderen Seeseite jetzt mal fahren. Da in die aufsteigende Kante reingehen, in die Uferkante, das alles schön verwachsen. Da drüben sind keine Angelplätze angelegt. Mal gucken. Hier drüben auf der anderen Seeseite ist das Ufer ein bisschen flacher. Die Kante läuft schön langsam hoch. Wir haben jetzt hier noch 5,5 Meter. Jetzt sind so ein paar Seerosen da aus dem Wasser gucken in Ufernähe. Und an diesen Kantenaufstieg werde ich jetzt das zweite Rotauge setzen. Seht ihr hier diesen Bereich? Hier setzen wir es rein. Rute liegt, 5,5 Meter in der abfallenden Kante. So, und jetzt husch husch zurück. Angelplatz noch ein bisschen aufräumen. Chaos hier alles noch mal aufräumen und dann bin ich echt mal gespannt, ob wir Glück haben hier mit unseren Rotaugenhappen am Grund. Ich werde mir jetzt auch erstmal einen Happen reinballern, ein schnelles Y-Food, mega lecker und macht super satt und geht jetzt auch ganz schnell und später dann werden wir uns noch ein heißes Süppchen kochen, einen Tee und die Wärmeflasche vorbereiten und dann geht's ab in den Schlafsack. Delfini? Ja, da ist das Mädchen. Ja, ist nicht so deine Angelzeit, he? In der Kälte jetzt. Fang mir ein Hecht, fang mir einen dicken Hecht hier. Drückt uns die Daumen. Bis später. Einen wunderschönen guten Abend euch hier bei mir
vom Stahlbibi. Bisher ist alles noch sehr, sehr ruhig. Wir haben jetzt 21 Uhr, es ist richtig kalt geworden. Ich habe mir hier so einen Heizstrahler mitgenommen. Ich habe ja sonst die Kanzelwandheizung bei mir im Zelt, aber ich bin nicht mit dem Zelt unterwegs und die Heizung passt leider nicht mehr in den Bulli rein. Aber hier dieses Teil gibt eine richtig schöne Umgebungswärme im oberen Bereich. Also dadurch kann man es wirklich noch relativ lange draußen aushalten. Ja, und meine zweite Heizpulle ist gerade in der Vorbereitung, eine Wärmeflasche. Das ist wirklich das beste Hilfsmittel gegen lange kalte Nächte, vor allem wenn ihr am Wasser draußen bleibt, also am Wasser schlaft, was es gibt. Das Wasser kocht gerade im Hintergrund, dann wird das Teil hier voll gemacht, runter, ganz unten in den Schlafsack dann reingeschoben und dann schön reingekuschelt. Die Wärme zieht über die Füße, durch euren ganzen Körper, hält 6-7 Stunden dann im Schlafsack drin. Ja. Also dieses Teil hier ist wirklich einfach, aber sehr, sehr effektiv. Das hält die ganze Nacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da noch einen Huber kriegen. Ich habe vorhin mir schon ein paar Gummis vorbereitet, ein paar Spinnköder, das war gleich im Morgengrauen. Ich habe in der Vergangenheit oft nachts Hechte gefangen, vor allem sehr, sehr große Hechte nachts. Aber es kann natürlich auch sein, dass es im Morgengrauen hier eine Beißphase kommt oder vielleicht auch während der Tageszeit. Aber mein Plan wird auf jeden Fall sein, morgen früh, sobald es hell wird, die Köfi-Ruten reinzuholen, wenn kein Biss kommen sollte bis dahin, und dann mal auf den See rausgehen und ein bisschen werfen. Mal gucken, ob ich irgendwo Fischaktionen dann bemerke. Ja, und dann uns schön so in den Tag, in den neuen Tag morgen reinangeln. Genial. Ein gutes Nächtle, sagt man hier. Und ja, vielleicht sehen wir uns später schon, wenn der Bissanzeiger anfängt zu schreien. Daumen drücken. Bis später. Guten Morgen, bin schon früh raus, was heißt früh, es ist jetzt kurz vor 7, es wird langsam hell, habe eine ganze Nacht super durchgeschlafen, Funkbox ist leider stumm geblieben, kein einziger Piepser, nichts, überhaupt nichts ist passiert. Ja, und jetzt heißt es raus auf den See und aktiv werden, um die Fische zu finden. Vielleicht werden wir heute Abend auch, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen was ändern. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Plätze auf Anhieb gefunden, das gehört dazu. Ne? Da muss man sich jetzt erstmal vor allen Dingen an einem Gewässer, wo man sich nicht auskennt, ein bisschen durchprobieren. Ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen hell werden, bereite mir ein paar Köder vor, hole die Rotaugen rein, die Köderfische. Dann gehen wir mit dem Boot raus und werden mal ein bisschen werfen. Vielleicht haben da die Fische momentan noch mehr Bock drauf. Sind noch nicht direkt am Grund und sammeln Happen, obwohl die Wassertemperatur passen könnte. Ja, wir müssen es versuchen, aber in solchen Momenten, wo man sich dann Zeit nimmt, mit dem Bulli oder mit dem Zelt am Wasser bleibt, hat man natürlich auch ein schönes Zeitfenster. Ne? Jetzt die Tageszeit nutzen, ein bisschen aktiv rausgehen. Und heute Abend werden wir da, oder heute Nachmittag, ich muss da ein bisschen früher anfangen, die Beißphase jetzt erstmal rausbekommen, werden wir ein bisschen was umändern. Ich habe da schon eine coole Idee, aber jetzt schauen wir erstmal, was draußen auf dem Boot passiert. Ja, die Deadbait-Ruten habe ich reingeholt.
War nichts dran an Ködern, waren alle noch tippitoppi. Keine Aktion. Jetzt werden wir mal auf den Teich rausgehen. Ich werde mich mit dem E-Motor immer hier so ein bisschen durchdrücken. Erstmal die Uferpartien abwerfen. Ich werde starten mit so einer Forellenimitation mit dem Replicant. Vorbebleiter Köder, den kann ich schön in unterschiedlichen Wassertiefen führen. Vorne dran habe ich einen 90er Mono als Vorfach. Bei dem klaren Wasser wollte ich jetzt nicht auf Stahl oder Titan gehen. Na, schauen wir mal, ob wir so aktive Fische irgendwo finden. Jetzt ein bisschen Wind auf, das ist schön. Wäre ich schön hier langsam am Ufer entlang gedrückt. Ich werde jetzt erstmal die abfallende Uferkante hier abwerfen. Das ist für mich jetzt erstmal augenscheinlich der beste Bereich. Da müssten eigentlich immer Fische stehen. Und später dann vielleicht auch mit Gummifischen chickend richtig ins tiefe Wasser gehen. Mal mit der Ködergröße etwas variieren. Den Köder haben wir jetzt die ganze Zeit hier geworfen, die Trout. Jetzt gehen wir mal auf den großen Replicant. Mal gucken, ob ein großer Köder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt. Ja. Auf jeden Fall komme ich mit der Ködergröße weiter runter, falls sie am Grund kleben, die Hechte. Ja, der Anfang ist gemacht, klein, aber ein Fisch. Unglaublich, unglaublich. Die Forelle wollte haben, kam tief. Noch nicht die erhoffte Mutti, aber besser als gar nichts. Der Anfang ist gemacht. Ja. Gleich mal kurz hier den Köder mit dem Hecht. Wahnsinn, Wahnsinn. Und von dem hier die Ur-Ur-Ur-Großmama. Da sind wir auf der Suche danach. Aber wir freuen uns auch über kleine Fische. Der Anfang ist gemacht, Petri Heil. Ja, was soll ich sagen? Großer Köder, kleiner Hecht, aber besser als nicht. Ja. Wirklich schwer, wirklich zäh.
habe ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet, bei der Jahreszeit, bei den Wassertemperaturen, dass doch so ein kleiner Hecht sich auf so ein Bait hier stürzt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal umstellen und dann sehr grundnah angeln. Probieren, die Köder dicht am Grund zu präsentieren. Dann ohne diesen Flying Hook unten dran, sonst sammle ich zu viel Kraut ein. Der Fisch kam eben im Mittelwasser knapp über Grund, aber vielleicht kleben die großen Fische wirklich direkt am Grund. Gummis holen, Jig-Systeme draufbauen, Haken obendrauf setzen und dann wirklich grundnah ganz langsam kurbeln, immer wieder den Köder aufsetzen lassen. Das ist jetzt der Plan. 1-2 Stunden haben wir noch und dann müssen wir auf jeden Fall an unsere Deadbait-Routen ran für den Abend, für die Nacht. Die werden wir diesmal eine Etage höher, die Köderfische eine Etage höher präsentieren. Das will ich mal versuchen. 1-2 Meter über Grund setzen, nicht direkt am Grund. Ja, das ist der Plan. Kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Weiter geht die wilde Fahrt. Es wurde umgerüstet, nicht nur bei den Ködern, sondern auch bei der Bekleidung. Ich habe mir ein paar Thermostiefel angezogen. Ich habe richtig kalte Füße gekriegt. Also es zieht jetzt richtig an. Leichter Nieselregen kommt runter. Mit den Fingern geht es noch. Ich habe einen 18 cm Brochet montiert am 12 Gramm Kopf. Nutze im hinteren Bereich des Köders einen Q-Stinger. Den kann ich mir einfach hier hinten im hinteren Bereich des Gummis draufsetzen. Und habe jetzt im unteren Bereich des Köders keinerlei Haken mehr, also kann sehr grundnah angreifen. Schauen wir mal, ob der Plan jetzt aufgeht. Ich werde jetzt erstmal nochmal hier drüben starten, an diesem kleinen Plateau, was da hochgeht im See. Das ist der einzige Bereich jetzt hier in dem Baggersee, den ich gefunden habe, wo in der Seemitte ein bisschen eine Kante ansteigt. Das ist auch der Platz, wo wir gestern unser Rotauge serviert haben. Da läuft es von 7 Metern hoch in den Flachwasserbereich. Obendrauf liegen ein paar Seerosen. Die Kante mal abangeln grundnah. Und dann lassen wir uns hier noch ein bisschen durch den See drücken. Ja. Winterangeln auf Hecht. An einem Gewässer, was man nicht kennt. Ohne große Infos. Aber oftmals verstecken sich genau in solchen Gewässern große Muttis und die wollen wir ja haben. Hoffen wir mal, dass sich eine hier versteckt, dass eine da ist, die auch Bock hat auf unseren Köder. Lass den Köder jetzt direkt bis zum Grund absinken. Kurbeln dann langsam durch alle Wassersäulen zum Boot hoch. So habe ich jetzt auch gut eine Möglichkeit, diese tiefen Bereiche kurzfristig mit abzuangeln. Beobachtet auf jeden Fall schön eure Schnur, schon in der Absinkphase. Beim Einholen könnt ihr auch sogenannte Spin-Stops machen. Einfach mal aufhören zu kurbeln, den Köder noch mal ein Stück absacken lassen und wieder langsam, schön harmonisch zum Boot hochholen. So, ich wechsle jetzt nochmal vom Brochet auf den Super Slick Shad. Sehr UV-aktiver Gummi, auch in der gleichen Länge, 18 cm. Mal gucken, ob das uns Punkte bringt. Die Gummis, die ich am Grund schicke, angle ich natürlich mit einer Stationärrolle. Die Baitcaster kommt nur zum Einsatz beim Werfen von diesen großen Ködern.
Ja, der Plan geht auf, grundnah zu angeln. Der nächste Fisch ist am Band. Und genau so ein Riese. Nein! Weg ist er. Ausgestiegen am Boot. Der war noch eine Nummer kleiner. Aber vielleicht haben wir jetzt ein Beißfenster. Trotz Dinger nicht gehakt. Weiter geht's. Wo sind sie, die Muttis? Wo sind sie? So, jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, ins Ufer zu fahren. Es ist schon wieder früher Nachmittag. Ich glaube, so wie es aussieht, ist schon wieder gleich dunkel. Ich muss gleich mal aufs Handy gucken. Gestern am frühen Nachmittag angekommen. Und jetzt ist schon wieder ein Tag rum. So, das ist jetzt aber definitiv der letzte Wurf. Ich würde euch so gerne jetzt noch einen dicken Fisch zeigen. Alter Falter. Die werden ja immer größer. Der ist auch gleich weg. Der hängt am seidenen Faden hier, der Kollege. Alter Falter. Oh nee. Was ist denn hier los? Also sowas habt ihr nicht gesehen. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Der Slickshad, 18 cm. Und der Hecht. Vielleicht 28 cm. Vielleicht hat er knapp 30. Unglaublich. Unglaublich. Wo sind die Muddis? Wo sind die Muddis? Wahnsinn. Naja, dritte Aktion, ein Fisch am Boot verloren, den hier haben wir irgendwie dank des Angsthakens hinten gefangen. Unglaublich. Schaut euch an, den kleinen Stinker. Aber da, wo die herkommen, da müssen auch noch größere sein. Denn irgendwie sind sie ja aus dem Ei gekommen, ne? Wahnsinn. Wupp, wupp. So. Ach. Nicht so einfach, die Kroko-Jagd. Aber es macht mega Spaß. Hier hinten war er gehangen. Unglaublich, unglaublich. Normalerweise ist Winterzeit ja Bigfischzeit. Aber wir bleiben dran. Ich werde jetzt nochmal einen Köderwechsel machen. Ich gehe jetzt mal auf den Brochet hier im Baschdekor. Schöner, heller Köder. Ich werde jetzt auch mal auf den Stinger verzichten, um wirklich ganz grundnah, ohne irgendwelche Blätter oder irgendwelches Zeug einzusammeln, zu angeln. Der Richtige wird ihn nehmen. So, weiter geht die wilde Fahrt. Regen fängt schon wieder an. Echt ein verrücktes Wetter. Echt schwer. Echt schwer hier in diesem See. Gut, ich habe auch überhaupt keine Infos, was Sache ist. Drei Aktionen hatten wir jetzt beim aktiven Angeln. Alles kam relativ grundnah. Deswegen denke ich, werden wir heute Abend vielleicht doch nochmal die Rotaugen am Grund vertrauen und morgen dann was ändern. Ich habe da eine gute Idee,
habe ich euch ja vorhin schon mal erzählt. Aber die Zeit ist jetzt so weit vorangeschritten, weil das Spinnangeln einfach so einen Spaß bringt und so eine Spannung, weil eigentlich bei jedem Wurf der sehende Fisch kommen kann. Da wird mir jetzt die Zeit fehlen, das alles umzubauen. Da müssen wir einiges umbauen. Das ist wieder so eine Sache, ne? Zwei verschiedene Angelstile mixen. Deadbaiten und Spinnfischen. Ob es eine gute Idee war, man stellt sich das immer so schön und einfach dann vor. Tagsüber mit Spinnangeln, dann schön die Köfi-Ruten raus, dann schön einen Bulli setzen. Ist ja auch alles schön, nur die Zeit rennt einem halt davon. Ne? Vor allen Dingen jetzt im Winter hat man eh schon so wenig Stunden mit Licht. Mensch, da musste mal ein Dicker kommen. Das ist also wirklich verrückt. Also so viele kleine Hechte mit so relativ großen Ködern habe ich ganz selten gefangen. Vor allem nicht im Winter. Im Sommer kann das immer mal wieder passieren, wenn die richtig aktiv sind, richtig aggro unterwegs, dass ihr da so ein paar kleine Lehrlinge, will ich mal sagen, da einen Haken bekommt. Aber jetzt in der Winterzeit, wo eigentlich Spickfischzeit ist, werfen jetzt mal direkt bei uns vor den Steg. Da muss doch ein dicker Fisch kommen. Muss nicht viel kommen. Das ist gar nicht das, was ich will. Aber eine dicke Mutti. Uiuiuiui. Unglaublich. Endlich mal ein besserer Fisch. Sie kleben am Grund, das habe ich euch gesagt. Ganz nah am Grund gechickt. Woldenham. Der Woldenham. Alter Falter, den ganzen Tag geworfen, nur Gemüse, ist auch kein Meter, aber es hat sich ausgezahlt, nochmal dran zu bleiben jetzt. Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt zeige mal, seht ihr da drin? Der wollten haben, der wollten definitiv haben. So, messen wir mal kurz drüber mit dem Kollege. Was hat er? Knappe 80. Direkt beim Chicken am Grund abgeholt. Sie kleben am Grund, also sollten sie eigentlich auch unsere Köfis nehmen. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Die kleinsten Hechte gehen auf die größten Köder und die besseren Muttis auf die kleinen Gummis. Hier ist er. Ganz einfach geangelt, ohne Stinger. Damit ich noch mehr oder noch krautfreier am Grund chicken kann, schön langsam geführt, aber hat ihn ja komplett weggeballert. War ja komplett weg, der Brochet hier im Bachstückhor. Petri Heil. Eigentlich wollte ich euch ja heute Abend noch die aufgepoppte Köfi-Montage zeigen, aber ich habe jetzt so Bock auf das aktive Angeln, weil es halt auch Action, Spannung, Spaß bringt, wie so ein Überraschungsei. Freuen sich Kinder genauso drüber. Und hab mir jetzt aber auch schon im Kopf wahrscheinlich einen neuen Plan gemacht. Ich glaube, und es kamen jetzt 4 Aktionen. Ein Fisch ist kurz vom Boot ausgestiegen, 3 gefangen. Einer davon war schon ein Hecht. Ganz knapp am Grund jetzt beim Chicken. Die anderen Fische auf die relativ großen Köder waren Hechtle. Ich glaube, ich werde
das Gewässer noch mal wechseln. Ich habe eine Idee und bin ja auch mit meinem Bulli sau flexibel. SCA Schlafdach einklappen, das bisschen Tackle, was ich mit habe, rein. Und dann können wir theoretisch morgen früh schon am neuen Gewässer aufbauen. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt mal eine richtig große Herausforderung suchen. Die Spezialmontage, die ich euch versprochen hatte, eigentlich heute Abend hier, werden wir auf später verschieben. Ich mache jetzt hier noch ein paar Würfel in die Dunkelheit rein, spare mir das Deadbaiten, weil ich jetzt mir bessere Chancen ausrechne, jetzt hier noch an einen guten Fisch ranzukommen. Ja, und nehme euch mit jetzt auf einen richtig großen Teich. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch, wenn die Metermutti jetzt nicht dabei war, trotzdem Spaß und Spannung bereitet. Man kann nicht jeden Tag einen Meterhecht fangen, das weiß ich auch. Aber natürlich an solchen Gewässern, die einem neu sind, wo man auch gar nicht genau weiß, was sich drin versteckt, ist die Spannung natürlich da und der Reiz groß. Angeln ist und bleibt spannend und neue Gewässer üben immer eine große Herausforderung für mich aus. Man weiß ja nie, was sich drin verbirgt, und in jedem Gewässer können sich riesige Fische verbergen oder man zahlt Lehrgeld. Aber das gehört dazu, wenn man auf der Suche nach großen Fischen ist und irgendwann vielleicht auch die Perle, die Nadel im Heuhaufen findet. Da ist immer eine Vorarbeit davor gewesen. Geschenkt kriegt da keiner was. Und große Fische springen einem garantiert nicht ins Boot. Bleibt dabei, bleibt dran, sucht euch Herausforderungen beim Angeln. Und wir sehen uns nächsten Sonntag und diesmal auf dem richtig großen Teich. Versprochen. Viele Grüße, alles Gute für euch. Bleibt gesund, euer Stefan. Ciao, ciao.